letzter Zeit bin ich meistens zu Hause. Ich bin auch sonst gerne in meinen vier Wänden, aber der Virus verändert nicht nur das Leben da draußen. Ich sehe meine Freunde nicht mehr face to face, sondern vermittelt. Von face to screen to face, könnte man sagen. Begegnungen, die vorher unmittelbar körperlich waren, werden jetzt auf die Stimme und die bloße Sichtbarkeit reduziert. Das, was dabei verloren geht, die Wärme des Kontakts zum Beispiel, holt man sich in der Zwischenzeit anderweitig zurück. Ich dusche öfter als vorher, manchmal zweimal am Tag, und ich nehme viel zu oft ein Bad. Den Rest des Tages verbringe ich mit Lesen. Ich gucke viele Filme und spiele Computerspiele. Vor ein paar Tagen habe ich mit Freunden online ein Spiel gespielt, bei dem es darum ging, sich auszuweichen und zu überleben. Wir haben virtuell wiederholt, was im öffentlichen Raum zurzeit geboten ist. Für eine kurze Zeit hat uns das wohl auch ein bisschen näher gebracht.